Erneut willkommen meine lieben Freunde zurück zu Let's Play hier bei Ratchet & Clank für die PlayStation 4. Wir machen jetzt weiter auf dem Planeten Quartu und haben soeben in der letzten Folge das große Tor geöffnet. Genau, jetzt gehen wir rein und suchen nach Drake. So ist der Plan. Oh Gott, das ist doch nicht deren Ernst. Wir kämpfen echt gegen Mr. Zukunft? Das ist ja mal was Neues. Wir kämpfen tatsächlich gegen Mr. Zukunft. Untersuche die Fabrik. An diesem Fließband wurde ich erschaffen. Ich empfinde viele widersprüchliche Gefühle. So, dann erstmal hier wieder alles voll machen. Das ist ja fies, sie kann hier fliegen, aber wir nicht. Ist deine Tankstelle. Du musst zur Tankstelle. Ich gebe dir Deckung. Ja, aber wie kriegen wir dieses Lasertor deaktiviert? Das ist ja die Frage. Muss ich vielleicht einen anderen Weg nehmen? Das kann gut sein. So, ich würde mal sagen, Mr. Zukon, ich brauche dich. So, ein Moment mal. Können wir nicht das eine Tor zerstören? Weil das leuchtet so komisch. Ja, wir können es zerstören. Wunderbar. Ah, und hier haben wir meine Rida-Holokarte. Sehr schön. Und das ist jetzt die Rida 5. Kennt man ja bereits schon aus A Crack in Time. Das Geilste ist, sie hat ja immer damals eine tolle Musik abgespielt, wenn wir die immer gefeiert haben. Mr. Zukon ist gelangweilt. Ja, ich weiß, dass du gelangweilt bist. Du kannst ja gleich mit deiner Familie hier betteln. Mr. Zucker zögert nicht. Er bringt sie alle um. Nicht schlecht, Ratchet. Oh, sind meine Zukunft nicht toll? Keine Sorge, es warten noch viele andere Überraschungen. Gleich geht's weiter. Ach nö, bitte nicht. Keine weiteren Überraschungen. Ey, das war fies. Das war jetzt fies. Ah, ich bin ja fast tot. Das gibt's doch gar nicht. Ich brauche Nanotech. Okay, das sieht schon ein bisschen schwer aus, aber das kriegen wir hin. Okay, der kann auf jeden Fall nicht so sein.
Warte, das machen wir erstmal hier aus. Wie sieht das denn hier aus? Das könnte passen. Dann noch die zwei. Geschafft, so einfach. Und endlich kann ich wieder fliegen. Juhu! Ist unser Kampfbot-Vorrat riesig. Ein perfekter Zeitpunkt, neue Märkte in der ganzen Galaxie zu erschließen. Nein, das ist meine Zeit. Verstehst du? Das sind meine Kisten. Vor allem, du tust ja auch nichts. Du machst ja die Kisten ja auch nicht kaputt. Weil ich weiß, ah, seht ihr? Hier ist ein Goldboot, aber den kriegt man irgendwie... Man muss hier irgendwas hier deaktivieren. Okay, Cora, wo genau muss ich jetzt hin? Ach, da oben. Okay, so Moment mal, hier können wir etwas wieder benutzen. Ja, lass uns diese Kampf erledigen. Das ist jetzt auch nichts Neues, Cora. Du wiederholst jetzt dich auch nur noch. Das könnte klappen. Wie sieht das hier aus? Perfekt. Also so schwer ist es doch nicht. Okay, hier können wir drehen. Oh, Leute, guck mal, was haben wir denn hier? Einen Goldbolt. Da, 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 da. 17 Goldbolts, oh yeah. Und ich glaube, die Stelle kennen wir doch bereits. Genau, das war noch ganz am Anfang, wo wir mit Clank... gespielt haben. Ihr wisst schon, wo wir aus der Fabrik entfliehen mussten. Oder fliehen mussten. So kriegt man einfach den Goldbolt. Ach du meine Fresse. Na super. Ja, von wegen. Also ich glaube auch nicht, dass Captain Quark gerade irgendwas macht. Also kämpfen tut er auf jeden Fall nicht. Der sitzt wahrscheinlich irgendwo in einer Ecke und wartet einfach, bis wir hier die Drecksarbeit machen. Das kann ich echt gut vorstellen. Ach hier, so, Mr. Zuckern. Und feuerfrei. Stufe 4. Da ist das Sicherheitsterminal. Du musst es deaktivieren. Ihr könnt euch alle entspannen. Jetzt bin ich ja hier. Leb wohl, du dummes Etwas. Mir geht's gut. Willst du das übernehmen?
Ach du Scheiße! Das ist ja Mutter Zukon! Ach du meine Fresse! Nee, ich will nicht die Familie kennenlernen. Oh yes! Stufe 5. Fliegerrakete haben jetzt eigene Sensoren und können einen Schwarmraptor zu Raketen zu jedem erfassenden Ziel leiten. Geil! Oh, das ist jetzt fies. Das ist jetzt echt fies. Und Stufe 2. Der super tolle Schild. So heißt es also. Okay, Moment, Moment mal. Ich brauche irgendwie Muni. Und brauche Treibstoff. Und ich könnte irgendwo noch Leben gebrauchen. Wo ist Nanotech? Ich kratze gleich hier noch ab. Du schießt auf Mrs. Zukon? Ja, ich schieße auf Mrs. Zukon. Oh, hier ist noch Nanotech. Oh yes, Level 3. Yeah, schwing die Hüften. Ich will dich tanzen sehen. Was war das denn gerade? Nee, Mrs. Zukon gewinnt nicht. Alter, ich habe ja nichts mehr. Ich brauche einen Waffenhändler. Okay, hier ist noch Muni, hier ist noch Muni. Ja, sie trifft mich die ganze Zeit. Ha, ha, da lacht sie auch noch. Na endlich! Wir haben es! Sie ist Geschichte! Ja, einen Moment, einen Moment. Okay, das heißt jetzt, wir fliegen wieder zurück nach Kervan. Oh, Moment mal, wir sind ja noch nicht fertig.
So, das haben wir ja gemacht. Aber ich meine, da war ja noch irgendwo ein Schalter. Ich glaube, da war ja noch auch noch irgendwo ein Schalter. Nur die Frage ist, wo? Hier. Ah, seht ihr? Jetzt ist es deaktiviert. Und so bekomme ich mein nächstes Goldboat. Dann habe ich ja, glaube ich, auch alle drei, oder? Dun, dun, dun. Bla, 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 bla. Ja, ich würde nur sagen, Moment mal, untersuche die Fabrik. Dann sind wir doch nicht fertig. Ja, ich bin auch gerade dabei. So, so geht das auf jeden Fall nicht. So könnte es gehen. Ach, verdammt. Ach, komm schon. Okay, wie soll das denn jetzt gehen? Vielleicht so? Perfekt. Wir sind drin. Los, komm. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Schutztruppen. Wir müssen uns treffen und uns auf den Weg zu diesem Deplanetisator-Ding machen. Okay, ja. Leute, es kam gerade wieder eine Kino-Zwischensequenz und die konnte ich jetzt blöderweise nicht zeigen. Falls ihr jetzt fragt, was genau jetzt passiert ist, also Drag ist jetzt natürlich leider entkommen. Und haben natürlich jetzt herausgefunden, was er jetzt eigentlich vorhabt. Er hat ja so ein Gerät oder eine Waffe gebaut, der nennt sich Deplanisator. Eigentlich den kennen ja bereits mal auch schon aus dem allerersten Teil, also aus der Originalversion. Drag will keine Planeten zerstören, er will einen neuen bauen. Und dafür zerstört er andere Planeten oder klaut irgendwie Rohstoffe von dem Planeten. Und das wollen wir jetzt natürlich verhindern, weil er will jetzt tatsächlich Novalis angreifen. Und Novalis waren wir ja schon. Dort haben wir ja den Klempner getroffen, dort haben wir diesen Bürgermeister gerettet. Das ist nämlich der Planet. Okay, ich würde mal sagen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde mal sagen, das machen wir jetzt auch direkt mal weiter. Weil Zeit haben wir noch ein bisschen. Ich gebe die neuen Koordinaten ein. Bäh, hoffentlich müssen wir nicht nochmal dahin. Quartu riecht komisch. Ja, und ich denke mal, wir sind auch wirklich komplett durch, weil, guck mal, wir haben jetzt 3 Goldballs alle gesammelt und ja die Rieder-Holocards. So, Deplanetisator. Infiltriere den Deplanetisator. Oh mein Gott, was ist das für ein Wort? Und dort gibt es insgesamt 2 Goldballs. Na dann, ich würde mal sagen, auf geht's. Retten wir Novalis. Und es ist wieder eine Raumkampfmission. Geil. Ja, Captain Quark ist leider wieder weggedüst. Ja gut, jetzt nicht komplett weg. Er ist jetzt gerade wirklich in dieser Raumstation geflohen, weil er will wirklich versuchen, mit Drag zu reden. Der ist nicht da. Versuchen auszuweichen. Schieß deine Raketen auf ihn. Zielsuchraketen im Anflug. Treffer. Passiert nicht nochmal. Ja, ach du meine Fresse. Du schaffst das. Munition aufgebracht. So einfach kann mich niemand vernichten. Ja,
Aber wir haben ihn ja gleich. Achtung, Raketen geortet. Ah! Das ist so... Ah, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Alter, wir haben ihn ja. Es ist vorbei, Victor. Wir haben dich. Nein! Du hast es geschafft. Gut gemacht, Ratchet. Ja, sehr gut, Kleiner. Das war mein bestes Todesschiff. Dafür wirst du büßen, Lombax. Oh Gott. Nicht schon wieder. Victor von Ion hat die Phönix infiltriert. Wir müssen die Brücke räumen. Alter, Moment, Moment mal. Wie kann es sein, dass es hier schon brennt? Elias, ich glaube, ich habe eine Idee. Hast du Zugriff auf das Feuersystem des Schiffs? Ja. Dann werde ich das manuell erledigen. Wie komme ich in den Wartungsraum? Er ist im Wartungsraum, aber die Türsteuerungen sind hin. Ich brauche einen Moment, um sie wieder zu aktivieren. Beeil dich. Hör auf, wegzurennen, du Nutzlos. Da! Geh rein! Ich bin jetzt im Wartungsraum. Überlass das mir. Okay, Leute, ich weiß, jetzt haben wir echt fette Probleme, aber ganz ehrlich, ich würde hier lieber die Folge wenden, so leid es mir auch tut. Ja, ich weiß, das ist echt fies von mir, aber ich habe jetzt auch keine andere Wahl. Deswegen machen wir das Ganze erst in der nächsten Folge weiter. Bis dato hoffe ich mal, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was dann in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Ratchet & Clank für die PlayStation 4. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss. Oh, jetzt sei nicht so sauer, Clank. Ich weiß, du bist sauer, aber ich habe keine andere Wahl. Mach's gut, Clank.